Moin! Moin! Was hat Flo gemacht? Er hat die MDF-Kante angeguckt. Und? Habe ich bestanden oder bin ich durchgefallen? Gnadenlos durchgefallen, absolut, nein. Also. Und du willst hier was bauen? Nein, es sieht tipptopp aus. Aha, also, es ist Wahnsinn, die Qualität. Brutal, ne? Also wirklich, also, boah. Unglaublich. Deswegen war ich auch so genau am Gucken. Fokussiert. Ja, man konnte nämlich keinen Fehler finden, ne? Also, es ist okay. Das ist die Rückmeldung. Und ihr seht, Flo ist wieder da. Nice. Was das bedeutet, ja, wir müssen die Waschtische fertig bauen. Genau, das wäre lässig. Ich weiß aber schon, dass wir gleich eine blöde Aufgabe haben. Und das wird eine Frage, die ihr ganz oft stellt, lösen. Dafür packen wir die Tische aber erstmal hier auf den Tisch und gucken mal, was wir beim letzten Mal vergessen haben. Was fällt auf? Was haben wir vergessen? Beziehungsweise, wir haben ihn absichtlich draufgelassen. Wir haben ja so viele Sachen spätabends verleimt, dass wir den Leim jetzt nicht noch abgewischt haben. Wir müssen aber jetzt die Dinger gleich durch den dicken Hobel schmettern, also muss der Leim erstmal weg. Und für viele, die das immer wieder auch bei meinen Videos sagen, hä, ist hier voll eine Leiste, die ihr nicht zugeleimt habt? Nein, das sind manchmal einfach Risse, die wir in diesem Fall genau neben der Linie sind, die wir verleimt haben. Also da muss man natürlich ein bisschen drauf achten, wie Flo die Risse füllen will und wie Flo, ha, das ist nämlich heute sein Problem, den Leim hier wegkriegen will, gucken wir uns jetzt an. Was geht wunderbar? Die mit dem Stecheisen abzuschaben, die Leimreste. Das geht wunderbar. You see? Und würdest du das in der Regel, wenn du mehr Zeit hättest, vorher machen oder jetzt so wie jetzt? Ja, ich würde es vorher machen. Aber mit einem nassen Lappen oder mit einem normalen trockenen Tuch? Ich würde es tatsächlich, also hier würde ich es mit einem nassen Lappen oder mit einem leicht feuchten Lappen machen. Mhm. Den kriegst du dann erstens besser weg, den Leim, und zweitens hobeln wir hier sowieso noch mal ein bisschen drüber, weswegen das... Nicht so schlimm ist, wenn man es reinreibt, ne? Genau. Das ist nämlich das Ding, man sieht mich gar nicht, aber das macht nichts. Ja, das ist nämlich immer das Ding, wenn man nämlich einen nassen Lappen nimmt, gerade auch bei wasserfesten Leim, man reibt die halt überall in die Faser rein, ne? Und das ist dann so ein bisschen nervig. Weil du nachher beim Ölen oder genau, das Problem wird halt viel größer, als dass man es eigentlich löst, ne? Aber so geht es ja auch voll klar, also... Es geht wunderbar. Stich weg, den Lachs. Ja, locker. Ansonsten wollte ich immer eigentlich schon mal diese... Es gibt auch so komische Scraper. So Leimschaber, ja, das genau. Von Veritas, ja. Richtig. Die wollte ich mir tatsächlich auch irgendwann mal holen und einfach mal ausprobieren, wie das Ganze aussieht danach. Die Frage ist halt, ob der so große Bereiche wirklich wegkriegt, ne? Oder ob der halt nur so, wenn das, du hast ja manchmal normalerweise, wenn du nicht so viel austreten hast, was ja gut ist, ja, hast du ja eigentlich immer nur diese kleinen Bläschen. Genau. Ich weiß nicht, ob der so große Sachen wegkriegt. Müsste man mal bestellen und gucken. Ich könnte mir bei sowas könnte ich mir noch vorstellen, dass es geht. Bei sowas dann wahrscheinlich eher schwierig, ne? Aber weiß ich nicht, muss man vielleicht ausprobieren. Ich denke mal, das hier, die kleine Beule, wird nicht so schlimm sein. Die Frage ist, habt ihr so ein Ding? Oh Gott, ich bin ja noch die ganze Zeit rangesucht. Entschuldigung. Wupp. So, habt ihr so einen Leimwegstecher, ja oder nein? Schreibt es mal in die Kommentare, was ist euer Tipp? Oder macht ihr das mit einem nassen Lappen? Macht ihr es gar nicht? Lasst ihr den Leim einfach drauf und hobelt ihn weg? Was ich nicht empfehlen würde, weil Leim wird ziemlich hart. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wir machen jetzt alle Platten sauber und damit Flo nicht den ganzen Tag da dran sitzt, mache ich jetzt nebenbei auch noch eine zweite Platte und dann hobeln wir die Dinger. Hier ist natürlich jetzt... Das ist doof, ne? Ja, scheiße. Du darfst dir gerne eine andere Platte aussuchen. Nein, ich nehme diese hier. Mein Handy klingelt. Nice. Deswegen klar. Es ist kein Witz. Es ist kein Witz. Ich habe ja noch in meinem letzten Vlog drüber gesprochen, über Projekte, die man ankündigt und nicht macht. Und jetzt hat gerade, ich sag mal, mein Chef sozusagen, sagen wir Chef, angerufen und gesagt, du hast da auch noch mal mir was gesagt, was du mal bauen wolltest. Ich habe gerade dein Werktag-Video gesehen, du wolltest doch was bauen. Oh nein, ich bin ja eiskalt erwischt worden. Was ihr alle nicht wisst ist, wer ist mein Chef? Schreibt mal in die Kommentare, wer ist der Chef? Einige haben ja schon gesagt, ist es vielleicht Hanna? Hanna nenne ich nicht Chef. Es gibt wirklich nur eine Person, die ich Chef nenne. Wer könnte das sein?
Wir werden auf jeden Fall für diese Person ganz zeitnah ein Projekt bauen müssen. Aber es wird cool und es ist natürlich auch wichtig, dass auch ich das einhalte, was ich von meinen Freunden und Mitarbeitern einfordere. Ah, so, wir machen jetzt erstmal Floßding weiter, ne? Eins nach dem anderen. Wie es das Leben so will, steht ihr hier eine Sekunde und was ist das denn? Ja, ihr erinnert euch vielleicht, das letzte Mal, als Flo da war, beziehungsweise das vorletzte Mal, ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir da ja eine Tür eingebaut und wir waren mit dem Ergebnis der Tür mega zufrieden. Deswegen haben wir jetzt 10 weitere Türen bestellt, weil wir im ganzen Haus diese hässlichen Türen haben. Das heißt, wenn wir mit dem Floßprojekt fertig sind, schieben wir meins, was ich gerade bekommen habe, in die Zukunft und bauen erstmal 10 Türen ein. Wie wir das gemacht haben, haben wir letztes Mal ja schon gezeigt. Das zeigen wir also jetzt nicht nochmal. Aber die Türen sind drin, das ist gut. Und 2 Platten müssen wir noch sauber stechen, dann können wir hobeln. So, die erste ist durch. Es ist bei Flo ein bisschen strange. Wir machen 5 Waschtische. Die sind alle irgendwie anders gleich, also anders groß. Die sind aber auch alle anders dick. Aber der erste sieht jetzt schon mal halbwegs nice aus. Kann sich doch sehen lassen, oder nicht? Das kann sich sehen lassen, ja, finde ich auch. Wir machen natürlich nachher noch ein paar schöne Nahaufnahmen. Das Ding ist, das habt ihr auch schon oft gefragt, musst du nicht mega oft die Säcke wechseln bei deiner neuen Absaugung? Und ich weiß nicht, ob ihr da hinten dieses orangene Blinken seht. Ja, müssen wir, aber wir tragen natürlich auch mega viel ab. Also wir haben jetzt gut 1 Zentimeter von dieser Bohle weggehobelt. Das ist nicht viel, aber es muss halt sein, damit alles schön passt. Deswegen erstmal Sack leeren. Digga, wir sollten einen Abnahmetisch noch mal ein bisschen einstellen. Ja, warte kurz. Was? Tada! Mmh, Eiche. Mmh. Very nice. Noch mehr Eiche. Und Flo, bist du zufrieden? Sehr. Es hat ganz gut geklappt. Die Absaugung findet die Spänemenge, die wir gefördert haben, nicht ganz so nice. Aber dafür sind die Waschtische nice. Und das ist irgendwie gerade wichtiger. Was machen wir jetzt? Jetzt besäumen wir sie, damit wir eine gerade Kante bekommen. Weil die nachher natürlich an der Wand sitzen. Und deswegen wäre es besser, wenn da eine gerade Kante angesägt ist. Die Vorderkante lassen wir wild, also machen eine ganz klassische natürliche Baumkante dran und schleifen nachher noch so ein bisschen den Splint ab. Vielleicht machen wir den auch ganz ab, vielleicht lässt man ihn so ein bisschen dran, wird dann geguckt. Aber wir erstmal besäumen und dann geht's los. Dann geht's los. Ich habe nichts zu melden. Also, ich filme Flo, wie er sägt. So, Flo kann sägen, das haben wir bewiesen. Letztes Mal kam es ja vielleicht so ein bisschen so rüber, als hätte er das irgendwie zu langsam gemacht. Das sollte natürlich jetzt nicht falsch rüberkommen, so nach dem Motto, Flo, du Sack, du kannst nicht sägen, sondern einfach mehr sich trauen. Jetzt haben wir hier die Waschtische. Und eine Frage dazu hattet ihr, und die kann Flo auch gleich beantworten. Zuallererst gucken wir uns das nochmal an. Er hat sie jetzt noch nicht abgelenkt. Ich verstehe nur so halb warum. Er hat gesagt, er macht es zu Hause. Die Begründung ist, Flo, erklär es selber, das ist dein eigenes Projekt. Also, was willst du noch machen? Also, wir haben ja hier die natürliche Baumkante, die wir halten wollen. Und jetzt wird die so ein bisschen natürlich gehalten, indem wir halt wirklich hingehen oder ich zu Hause hingehe mit einer Flex
und so eine Art Schrubbscheibe, das hier nochmal einfach ein bisschen anpasse, dass man hier nachher diese Riefen wirklich rausbekommt und dann eine schöne gerade Kante hat und sich dann auch der natürlichen Baumkante im besten Fall ohne Splint annähert. Die bekannte natürliche Baumkante ohne Splint. Wir hatten das Thema gerade eben schon davor, als Flo mir das erklärt hat. Es ist natürlich ein bisschen komisch aus meiner Sicht, weil die natürliche Baumkante ist halt diese hier und nicht die andere. Aber es ist, Flo hat es vorhin auch schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben, natürlich so, dass der grundsätzliche Kunde sich mal was anderes vorstellt. Halt nicht das, sondern diese schön auslaufende Kante, so ein bisschen wie ein Uferbett, perfekt für ein Epoxy River Table. Aber das ist natürlich unlogisch. Für alle, die jetzt fragen, warum ist das nicht so, können wir das ja nochmal einmal erklären. Das ist die Kernbohle. Und die Kernbohle kann in der Regel eigentlich keine auslaufende Baumkante haben, weil das von der Natur des Baums her einfach nicht funktioniert. Was aber funktioniert, beziehungsweise was wir gemacht haben, das war gestern die Frage, das heißt gestern, also der Vlog ist heute gedreht am, was ist denn heute, Mittwoch, wann warst du denn da? Montag. Also es ist alles nicht heute und gestern ist alles durcheinander. Zumindest haben wir das ja einfach so aufgetrennt und wieder zusammengeleimt. Und warum hast du das so gemacht, Flo? Naja, zum einen, weil ich einfach ganz gerne Sachen selber ausprobiere, mich nicht immer unbedingt mit dem, was bekannt ist, abgebe. Und deswegen wollte ich jetzt zum einen mal ausprobieren, inwiefern sich das wirklich wirft. Weil man sagt ja immer so, schneid den Kern bloß raus und immer bloß nur stehende Jahresringe. Sehe ich, weiß ich auch, aber warum nicht einfach mal anders ausprobieren? Und das ist so das Ding, was ich jetzt halt ganz gerne sehen möchte. Ob sich das wirklich so crazy wirft oder halt nicht, weil auch teilweise im Internet sieht man, dass Leute nicht den Kern komplett rausgeschnitten haben und die Platte trotzdem schön gerade bleibt. Und zur Not mache ich da einfach Unterzieher drunter. Das heißt so, entweder setze ich da Winkel drunter oder sowas wie eine Gratleiste. Genau, sowas wie eine Gratleiste, die das Ganze dann gegenzieht. Also so ein Gegenzug sozusagen vielleicht. Ja. Und wenn man ehrlich ist, ich bin da ganz auf Flo's Seite, das kann ich schon mal sagen. Wenn man ehrlich ist, haben wir ja eigentlich auch nur stehende Jahrringe. Das einzig wirklich Problematische an diesen Teilen ist ja nur der Kern. Und wenn man den jetzt stürzt, könnte man argumentieren, dass man das Problem, was auftritt, nur sehr bedingt in den Griff bekommt. Das Stürzen, das heißt, dass man sozusagen einen Teil immer wieder andersrum hinlegt als das andere, macht irgendwo ja viel mehr Sinn, wenn man wirklich kleine Riegel hat, die wirklich crazy sind. Hier ist eigentlich nichts crazy außer halt der Kern. Insofern warten wir ab. Das ist ja Flo's Projekt und Flo weiß, was er macht. Denn Flo, du hast ja auch relativ viel mit Massivholz, glaube ich, schon gemacht. Ja. Ne? Also insofern, wir warten ab. Auf jeden Fall hat das Spaß gemacht. Das war jetzt dieser Teil des Vlogs. Flo's Waschtische sind fertig. Ich hatte eigentlich gedacht, wir kommen fertiger, aber... Ja, wir können auch noch fertiger. Nein. Flex du mal hier dran rum. Das will ich gar nicht sehen. Ja, ich mach die aber trotzdem eine Aufnahme. Ich guck's nicht an. Ich will's lieber schön im Hinterkopf behalten. Aber was ich echt geil finde, wir haben das super schön gefügt. Also Flo hat das super gut gemacht. Das war eine Leistung von uns beiden. Eine Teamleistung. Sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Für euch endet der Vlog jetzt hier, weil wir, wie gesagt, erstmal jetzt was Chinesisches essen. Supi. Und dann 10 Türen einbauen. Yay. Aber so ist das Leben manchmal. Mit Flo wird es trotzdem lustig. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Vielleicht ist Flo dann ja wieder da. Tschüss. Oh. Hä? Du bist...